Falls ihr noch günstige und schnelle FIFA-Coins, PSN-Cards oder Xbox Live-Cards braucht, checkt mal gerne meine Sponsoren IGFall und MMOJOS. Die Links und einen Rabattcode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zur vierten Episode FIFA 17 Level Up. Und bevor ich starte, will ich mich natürlich wieder für die Unterstützfolge bedanken. Über 110.000 Aufrufe, über 9.000 Likes und knapp 10.000 Kommentare, Alter. Ihr seid einfach zu heftig. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei dieser Episode wieder so aktiv am Start seid wie immer. Lasst also gerne Like. Vielleicht packen wir heute mal wieder die 10.000 Likes, Leute. Und schreibt natürlich wieder aktiv in die Kommentare, welche Spieler ihr euch wünscht. Für die Leute, die nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Am dritten Spiel, beziehungsweise ganz am Ende dieser Folge, werde ich euch zwei mögliche Spieler vorstellen, die ihr dann ins Team wählen könnt. Ihr könnt euch entscheiden in den Kommentaren, welchen Spieler wir nehmen sollen. Und ja, das werde ich dann natürlich dementsprechend machen. Also bleibt bis zum Ende dieser Folge dran. Und natürlich habt ihr euch in der letzten Folge auch wieder für einen Spieler entschieden, der heute unser Team verbessern wird. Vorher wollte ich aber noch kurz was sagen, und viele haben es in der letzten Episode ja gesehen. Ich habe aus Versehen einen Fehler gemacht, Leute. Einige haben es auch in die Kommentare geschrieben. Ein paar sind absolut ausgerastet, Leute. Das kann ich echt teilweise nicht nachvollziehen. Ich meine, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es einfach verpeilt, Leute. Für die Leute, die nicht wissen, was ich gemacht habe. Anstatt Sturridge aus dem Team zu packen, habe ich Iheanacho rausgepackt. Und das haben natürlich viele in die Kommentare geschrieben. Einige sind komplett ausgerastet, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es einfach verpeilt. Das war nicht meine Absicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das, Leute? Schreibt jetzt einfach unter das Video in die Kommentare entweder weiter oder Punkte. Weiter steht in dem Sinne dafür, dass wir einfach weiterspielen und diesen Fehler, ja, sozusagen jetzt einfach, ja, liegen lassen. Man kann jetzt nichts mehr dran ändern. Oder, wenn ihr Punkte in die Kommentare schreibt, dann ziehen wir in der nächsten Folge bei irgendeinem Upgrade diese 10 Punkte ab. Wie gesagt, im Endeffekt ist es nur eine Serie. Und da passiert einfach mal ein Fehler, dass ich den falschen Spieler upgrade. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Ich werde natürlich versuchen, dass es in Zukunft nicht wieder vorkommt. Falls es vorkommen sollte, schreibt es natürlich wieder in die Kommentare. Aber ich werde mir die Mühe geben, dass es nie wieder vorkommt. Bevor wir starten, Leute, es gibt noch eine kleine Aktion. Und zwar, kennt ihr schon meine Level-Up-Pullover? Die wird es ab jetzt, wo ihr dieses Video seht, nur noch limitiert in meinem Shop geben. Das heißt, den blauen Level-Up-Pullover wird es auf 100 Stück limitiert geben. Den roten wird es ebenfalls auf 100 Stück limitiert geben. Den weißen wird es auch auf 100 Stück limitiert geben. Danach wird es diese drei Level-Up-Pullover nie wieder geben. Das heißt wirklich, falls ihr Interesse an einem dieser drei Pullover habt, solltet ihr jetzt unbedingt schnell meinen Shop auschecken. Der Link ist natürlich ganz oben in der Beschreibung. Ihr wisst es, eine gratis Autogrammkarte gibt es natürlich auch noch für mich unterschrieben dazu. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze dauert, bis alle Pullover weg sind. Das letzte Mal, wo ich sowas mit limitierten Pullovern gemacht habe, waren die ja innerhalb von 2-3 Tagen weg. Deswegen, falls ihr noch Bock habt auf einen dieser Level-Up-Pullover, checkt jetzt gerne schnell meinen Shop aus. Wie gesagt, der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Aber würde ich sagen, starten wir ins erste Spiel. Hunter ist natürlich auch wieder bereit, den wir heute einwechseln können. Ich hätte es gerade fast vergessen. Wir müssen ja noch unseren neuen Spieler ins Team packen. Und zwar, ihr konntet euch zwischen Stones als One-to-Watch für die Verteidigung entscheiden und zwischen Inform Zaha fürs rechte Mittelfeld, und die Mehrheit hat sich ganz klar für Zaha entschieden. Wie gesagt, danke an der Stelle nochmal, dass ihr alle mitgemacht habt und in den Kommentaren abgestimmt habt. Wie gesagt, nach der heutigen oder nach dem dritten Spiel, also am Ende dieser Episode, könnt ihr auch wieder zwischen zwei Spielern entscheiden und könnt dann natürlich in die Kommentare schreiben, welchen Spieler hier ihr in diesem Team sehen wollt. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Mustafi hat rot gesehen. Deswegen müssen wir erstmal wieder für das nächste Spiel Oxford reinpacken. Sind wir selber schuld? Wenn wir rot kriegen, muss erstmal wieder ein schlechterer Spieler mitspielen. So ist es halt einfach. Dann würde ich sagen, starten wir mit diesem Team ins erste Spiel. Los geht's. Okay, Leute, let's go. Das ist der erste Gegner. Schauen wir mal, was er für ein Team hat. Okay, nicht schlecht. Boah, Alter, sein Sturm. Okay, das muss es sein. Lewandowski, 1:0, Mann. Nice. Hätte schon viel früher fallen müssen. Ich weiß nicht, wie viel ich euch jetzt von den 10 gezeigt habe. Kommt immer drauf an, wie viele Tore in der ganzen Folge fallen, damit die Folgen noch nicht mal zu lange werden. Ah, oh, Sturridge, perfekt gemacht. Das muss das 2:0 sein. Golasso, Daniel Sturridge und Lewandowski, Alter. Diese Kombination da vorne. Nein, ey, guck mal. Ich hasse solche Scheiße, Mann, Alter. Habt ihr es gesehen, wie er den Ball bekommen hat? 2:1, Lacazette. Ey, sowas hasse ich, Mann. Ich hab den Ball schon. Und er gibt ihn im Automat. Oder, ihr habt es ja selber gesehen, Alter. Man stoppt den Ball, und weil der Ball mit 600 km/h kommt. Es war einfach nur ein hundertprozentiges Glücksteu. Außenverteidiger sind. Lass doch Vorteil laufen. Ach, er pfeift ab. 2:1. Ey, warum hat er den Angriff nicht nur durchlaufen lassen? Oh Mann, Alter. Das war richtig unnötig, dieses 2:1.
Wir hatten echt, ja, wir hatten 6 Schüsse nur aufs Tor, Alter. Das Ding ist, die sind alle so knapp vorbeigegangen. Na egal, kann man nichts machen. 2-1 gewonnen. Für jedes Tor gibt es, ihr wisst es, 4 Upgrade-Punkte. Das heißt, 2x4 sind 8. Minus das eine Gegentor sind 7. 7 Punkte. Da können wir jetzt natürlich die Spieler upgraden, aber ich sag's mal so, da wäre mehr drinnen gewesen. Eigentlich schon, aber okay, kann man nichts machen. Okay, Leute, dann kommen wir zum ersten Upgrade und so langsam wird es einfach mal Zeit, unseren Torwart abzugraden. Mihiras war jetzt nicht schlecht, Leute, aber wir müssen mal langsam anfangen, denn ihr wisst es, Alter, allzu lang kann man auch jetzt nicht hier mit dem Silbertorwart weiterspielen. Deswegen gibt es Pantilimon, 77er Rating. Ob der jetzt wirklich besser ist? Naja, so sieht das Ganze jetzt aus und ich wollte euch noch fragen, sollen wir vielleicht die Hunter-Regel mal ein bisschen abändern? Bislang war es ja immer so, dass wir Hunter nur einwechseln durften, wenn wir zurückgelegen haben. Und ja, vielleicht machen wir es jetzt so, wir dürfen ihn zur Halbzeit einwechseln, auch wenn es unentschieden steht, damit wir vielleicht ein bisschen öfters mit Hunter spielen können. Okay, Leute, zweiter Gegner, die roten Trikots wieder passend hier zum roten Level-Up-Hoodie am Start. Schauen wir doch mal, was er für ein Team hat, man. 2 Man of the Match-Karten, Bemba und Ayu sind das, glaube ich. Sonst auch ein bisschen Premier League am Start und Jetlin. Okay, erste Chance für uns hier über Sturridge, setzt ihn. Körper dazwischen stark gemacht und... Oh, Zaha! Mit dem ersten Tor! Bam! 1-0 aus dem Nichts. Der Gegner war die ganze Zeit viel, viel besser. Und dann kommt Zaha hier mit dem Flugkopfball. Im letzten Spiel hat es nicht ganz geklappt. Nein, das hat er stark gemacht und das muss... Okay, hat er sich verdient gehabt, Alter. Starker Run von Geile oder wie der Typ auch immer heißt. 1-1. Okay, Leute, es ist unentschieden. Das heißt... Wir wechseln jetzt Hunter ein. Wir wechseln Hunter ein. Der muss uns hier einfach retten. Das ist wieder Hunter. Das ist wieder Hunter. Und das muss den Elber geben. Der Typ ist einfach eine Maschine, Mann. Kommt rein, macht so viel Power und holt hier dann noch direkt den Elber raus. Ja, Digga, du knockst ihn aus wie so ein Pferd, Alter. Und nur. Okay, wir lassen es Hunter machen. Gerade eingewechselt. Ich hoffe mal, der Kollege kriegt das jetzt hin. Ich hoffe mal, der kriegt es hin. Macht es direkt! Hunter mit dem 2-1! Die Einwechslung hat sich mal wieder so gelohnt. Alle jetzt in die Kommentare! Hashtag Hunter, Mann! Alle jetzt! Hashtag Hunter in die Kommentare! Der Typ ist einfach eine Maschine, Leute! Hey, what the fuck, ey! Jungs, euer Scheiß Ernst! Mustafi! Das Mustafi und Denaya, wo wart ihr denn gerade? Wie kann man denn so eine Lücke zulassen? Alter, 2-2! Komm, Hunter, wir probieren es mal hier. Im Alleingang mit Hunter. Hunter! Oh mein Gott! Was war das denn? Junge! Was ist das für eine Maschine? Junge! Hunter! Boah! Alter! Alleingang vom Anstoß. Und dann haut er so einen Schuss raus. Der Typ, ey, der ist doch nicht mehr normal, Leute. Ihr wisst, was zu tun ist. Alle Hand, spätestens jetzt. Alle Hashtag Hunter in die Kommentare, Junge. Da ist er wieder. Oh, da ist er wieder. Okay. Alex Hunter. Komm on, mach die Entscheidung klar. Hunter, 4-2. Dreierpack, Alter. Wenn einer eine Maschine ist, dann der Typ. Wenn einer eine fucking Maschine ist, dann der Typ, Alter. Der haut hier den Gegner einfach mal ganz kurz mit 3 Toren auseinander. So muss das sein. Okay, das war's. 4-2 gewonnen. Hunter holt sich hier natürlich zurecht den Ball ab. 7 Schüsse, 3 Tore. So kann man es machen, Leute. So kann man es verdammt nochmal machen. Einfach jetzt alle in die Kommentare, Hashtag Hunter. Ey, der Typ war Hase. Okay, wie viel haben wir gespielt? 4-2 oder 4-1? 4-2. Eine Hunter, eine 10,0. 4-2. Das heißt, 4 Tore pro 4 Punkte. 4x4 sind 16. Minus die 2 Gegentore sind 14. Upgrade-Punkte. Richtig heftig. Aber guckt euch an. 10 Schüsse aufs Tor. Wir mussten das Spiel auch gewinnen. Okay, Leute. Und dann kommen wir zu dem nächsten Upgrade. Und ich habe es diesmal so gemacht. Ich habe die Upgrades auf 2 Spieler aufgeteilt. Ja, weil 14 Punkte schwierig sind, auf einen Spieler direkt anzuwenden. Deswegen kommt der erste Spieler, den wir hier neu ins Team packen, erstmal auf die Rechtsverteidigerposition. Darigwa verlässt uns und Simpson kommt ins Team. Ja, ich muss sagen, irgendwann musst du uns Darigwa jetzt verlassen, auch wenn mir der sehr gut gefallen hat. Aber wir müssen natürlich langsam vorankommen. Und dann kommen wir zum zweiten Spieler dieses Teams. Und das ist ein ganz besonderer Spieler. Und zwar die erste Legende in unserem Team, Mann. Einfach nur heftig. Die erste Legende ist am Start. Und zwar Seaman auf der Torhüter-Position. Oh mein Gott, Alter. Guckt euch das an, wie das jetzt aussieht. Die erste Legende ist endlich am Start. Und
Ich hoffe mal oder ich denke mal, das wird nicht die letzte Legende bleiben, Leute. Wenn ihr es feiert, dass hier einfach weiterhin richtig geile Legenden ins Team kommen, schreibt einfach jetzt mal alle Hashtag Legende unten in die Kommentare. Dann werden natürlich auch in Zukunft weiterhin solche Legenden hier am Start sein. Hier ist der 88er Seaman. Leider nur 78 Hechten. Naja, ich hoffe mal nicht, dass das... Ja, ey, what? 184 Spiele, 2 Tore hat er gemacht für den Gegner. Also so schlecht scheint er gar nicht zu sein. Können wir sonst auch mal in den Sturm stellen, wenn es nötig ist. Na egal, dann würde ich sagen, starten wir ins dritte Spiel. Ihr wisst, was zu tun ist. Bleibt jetzt noch dran bis zum Ende der Episode, denn gleich nach dieser Episode werde ich euch 2 Spieler wieder vorstellen. Ihr könnt euch dann entscheiden, welchen Spieler ihr haben wollt. Und ja, das solltet ihr gleich in die Kommentare schreiben. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, wir starten das letzte Spiel. Let's go! Los geht es ins letzte Spiel dieser heutigen Episode mit der ersten Legende gegen dieses Team. Luka Modric, was seid ihr für Spieler, Alter? Pogba, Modric, James Rodriguez, Gareth Bale. Was macht er vorne im Sturm? Bale und Martial vorne im Sturm. Oh, das war die erste gute Möglichkeit. Was mache ich denn da? Ja, Junge, was war das denn für ein Tor, ey, meine Güte. Da habe ich eine Legende im Tor. Und dann passiert so ein Fehler, wo der Torwart nichts für kann. Ja, Lewandowski, lauf, komm mal, gegen Smalling, schön gemacht, Lewandowski. 1:1, Mann, Junge, wie ist der Smalling weggelaufen? Davon, den, naja, schön gemacht von Marco Reus. Komm, jawohl, stark gemacht, Marco Reus. 2:1, Mann. Bah, Junge, perfekt gespielt. Aber natürlich, ganz klar, der Angriff von Marco Reus. Hier noch perfekt den Körper dazwischen gesetzt. Okay, das war's, das wird's ge... Seaman, Alter. Was ist das denn für ein Stellungsspiel? Eine Legende im Tor. Ja, das Ding ist, er schickt nur die ganze Zeit Bale. Die ganze Zeit vorne. Lauf, lauf, lauf. Und was soll ich machen, Alter? Okay, das könnte es gewesen sein. Och nein, Mustafi grätscht verdammt nochmal ins Leere und... Was ist denn dieses Seaman für ein Torwart? Der hält nichts, aber so unverdient, dass der Gegner hier führt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht wieder, wie viel Szenen ich euch von dem Spiel zeige. Ich hatte gerade ja so viele Chancen, aber... Was meine ich? Er pfeift direkt ab. Es ist so unverdient gewesen, Alter. Es ist so unverdient gewesen. Die erste Niederlage. Guckt euch das an. Ich hatte 7 Schüsse. Er hatte 5, Mann. Okay, irgendwann war es mal Zeit. Die erste Niederlage musste irgendwann mal kommen. Ihr wisst es, bei einer Niederlage kriegen wir die Gegentore minus gerechnet. Das heißt, er hat 3 Tore gemacht. Das heißt, wir müssen ein Downgrade um 3 Punkte machen. Und ich werde euch jetzt 2 mögliche Downgrade zeigen. Und ihr könnt euch das erste Mal für ein Downgrade entscheiden. Richtig bitter. Okay, wir kommen zu den 2 möglichen Downgrades. Das erste Downgrade wäre unser Flügelspieler, der ist diese Folge dazugekommen, Zaha, der auch wirklich gut war. Der würde downgegradet werden für den Once to Watch von Leroy Sané. Oder wir downgraden den anderen Once to Watch in unserem Team, Mustafi, zu Kurt Zuma. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, schreibt einfach Zuma oder Sané in die Kommentare oder halt Once to Watch oder was weiß ich. Schreibt einfach in die Kommentare oder Spieler 1 oder Spieler 2, was weiß ich, könnt ihr alles gerne in die Kommentare schreiben. Tut mir leid, dass ihr euch jetzt hier das erste Mal, ja, zwischen einem Downgrade entscheiden müsst, aber irgendwann musste mal die erste Niederlage kommen und... Naja, kann man nichts mehr daran ändern. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne wieder ein Like und ein Abo da, würde ich mich natürlich drüber freuen. Vielleicht packen wir die 10.000 Likes und schreibt, wie gesagt, alle aktiv in die Kommentare, welchen Spieler ihr sehen wollt. Das war's dann von der heutigen Folge. Wir sehen uns dann entweder nächsten Samstag zur nächsten Folge wieder oder natürlich heute Abend kommt noch das zweite Video. Wisst es, falls ihr jetzt noch Bock habt auf meine Level Up Pullover hier, einmal den roten, einmal den blauen. Oder natürlich auch den ganz normal weißen. Die gibt es, wie gesagt, alle 3. Momentan limitiert auf 100 Stück in meinem Shop. Es sind schon einige weg. Das heißt, falls ihr noch einen von diesen 3 Level-Up-Pullovern haben wollt, danach wird es die nie wieder geben. Checkt unbedingt meinen Shop jetzt aus. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Eine gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben. Gibt es natürlich auch noch dazu. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Dinger erhältlich sein werden. Falls ihr noch einen haben wollt, schaut einfach mal vorbei, ich denke mal, es werden noch, ja, wenn ihr jetzt die Folge seht, das weiß ich hundertprozentig, sind noch welche da. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange. Also schaut schnell vorbei, falls ihr noch Bock habt, danach wird es sie, wie gesagt, nie wieder geben. Das war's, macht's gut, danke für die Unterstützung, ihr seid die Besten. Haut da rein und ciao.